Mein Name ist Conny Meyer, ich komme aus Berlin und lebe zum Teil in Portugal. Ich versuche, Geschichten zu erzählen, aber nicht zu vordergründig, sondern eher so, die sich auf den zweiten Blick und auf den dritten Blick vielleicht ergeben könnten. Und ich mag das, dem Betrachter da so ein bisschen Freiraum zu lassen. Die Ambivalenz ist ganz großer Teil der menschlichen Natur. Man sieht und spürt immer, dass der Mensch gute Intentionen hat in vielem, was er tut, und dann genau das Gegenteil erreicht. Und der Mensch ist irgendwie naiv in seinem Tun und in gutem Wille, aber gleichzeitig auch nicht und bekriegt sich und damit natürlich auch seine Umgebung. Die Bilder sind ja alle, die stehen alle zueinander, also die sind auch größtenteils in einem Arbeitsfluss entstanden. Es fängt an mit den zwei Helden aus der realen Vergangenheit, Wassily Archipow und Stanislav Petrov, die die Welt zweimal vor einem Atomschlag gerettet haben, und führt dann in so eine Utopie oder ist es vielleicht eine Dystopie. Die Sachen, die ja relativ dekorativ wirken, haben ja trotzdem auch ihre Schattenseiten, so wie die Mücke auf der Hand. Also es ist so die Angst vor dem, was kommt, oder die Blumen, die vertrocknet in der Vase sind, die kaputte Vase und so weiter. Das fügte sich jetzt alles so dann doch zusammen. Wie werden wir in Zukunft leben können? Und wie werden wir überleben können? Und wird es überhaupt ein Wir geben? Und wird der Mensch darin eine Rolle spielen oder nicht? Wäre die Welt vielleicht besser aufgestellt ohne die Hilfe des Menschen? Oder kann man doch in einer Utopie der Symbiose leben? Das ist die große Frage. Und das Ende ist ungewiss.